Ja, also nochmal herzlich willkommen zur geführten Kräuterentschnackung. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und bin wirklich froh, dass eine so große Gruppe zusammengekommen ist. Wir sind jetzt insgesamt 40, die zusammen die Kräuterentschnackung machen und das ist doch eine ganz nette Zahl. Wir sollten heute noch einmal alles durchmachen, was Sie zur Kräuterentschnackung wissen sollten. Ich habe hier das Paket und gehe das mit Ihnen durch. Zum Ablauf des heutigen Abends, mein Vorschlag ist der, dass ich Ihnen zuerst die Informationen gebe, dass Sie Fragen aufschreiben und dass es am Ende die Möglichkeit gibt, entweder über Sprachfragen oder über den Live-Chat die Fragen an mich zu stellen. Ich möchte gleich beginnen auch mit einer PowerPoint-Präsentation, die ich Ihnen zeige zum Thema. Ja, Sie sehen hier unser Thema, die geführte Kräuterentschnackung. Und wie wir alle wissen, stammt diese Kräuterentschnackung aus der Ayurveda-Medizin. Ayurveda, Wissen vom Leben, diese uralte Tradition, die von Maharishi Mahesh Yogi wiederbelebt worden ist und wo ich das große Glück hatte, von Maharishi die größten ayurvedischen Ärzte der 1980er Jahre des letzten Jahrtausends kennenzulernen und bei ihnen lernen zu dürfen. Der Ayurveda hat inzwischen eine rasante Entwicklung in Richtung Globalisierung gemacht und wird in zunehmend mehr Ländern der Welt eingesetzt. Und ich darf Ihnen die erfreuliche Mitteilung machen, dass Brasilien in einem Monat einen sehr großen Kongress veranstaltet, das Gesundheitsministerium, mit dem Ziel, Ayurveda und andere Naturheilverfahren in das Gesundheitssystem zu integrieren. Gesundheit ist das große Ziel. Der Ayurveda ist gesundheitsorientiert und diese Gesundheitsorientierung, die wollen wir nutzen, um unsere Balance zu verbessern. Wenn Sie am Dienstag dabei waren, beim ersten Abend, dann wissen Sie noch, dass der körperliche Aspekt von Gesundheit unter dem Thema Balance steht. Samadosha, Samagni, Samatatu und Samamala, die ausgewogenen Doshas, Elemente, das ausgewogene Verdauungsfeuer, die ausgewogenen Körpergewebe und die ausgewogenen Ausscheidungen. Nun, die geführte Kräuterentschlackung ist eine gezielte Maßnahme, um die Doshas auszugleichen, um Agni zu stärken, um die Körpergewebe nicht zu nähren, sondern zu reinigen und um die Ausscheidungen zu verbessern. Und das hat natürlich auch eine Wechselwirkung auf den Geist. Das Ziel der geistigen Gesundheit ist Prasanna, Glück, Wohlbefinden auf der Ebene von Atma, Seele, Indriya, das sind die Sinne und auf der Ebene des Geistes. Und ich begleite ja ständig Reinigungskuren bei uns im Haus. Und das Interessante ist, dass am Ende der Kur jeder Teilnehmer der Kur berichtet, das, was mich am meisten fasziniert, ist die Leichtigkeit und die Lebensfreude. Und ich wünsche auch Ihnen, dass Sie diese Leichtigkeit und Lebensfreude am Ende dieser geführten Kräuterentschlackung auch entsprechend erleben. Ich habe auch diese Darstellung
gezeigt. Und Sie können sich erinnern, dass ich sie als die wichtigste Darstellung bezeichnet habe, die Prinzipien der Ayurveda-Medizin darstellt. Es stellt dar, wie das Verdauungsfeuer Agni Nahrung verarbeitet und in gesunde Körpergewebe umwandelt. Jede Sinneswahrnehmung und am meisten natürlich Nahrung wird vom Verdauungsfeuer Agni zerkleinert in die kleinsten Bestandteile, in die allerkleinsten Bestandteile. Und hier könnte man sich die Darmwand vorstellen, wenn diese Bestandteile die feinste Größe erreicht haben, die möglich ist, also auf Ebene der Moleküle, dann können sie die Darmwände durchdringen und werden dann in gesunde Körpergewebe und in Ojas, in Lebensglück, in Immunität umgewandelt. Ojas ist sozusagen der Ausdruck von Soma. Agni entspricht der Sonne, der solaren Energie des Universums, und Ojas ist die Mondenergie. Und diese Mondenergie, die schützt und begleitet uns, wenn wir im Gleichgewicht sind. Wenn das Verdauungsfeuer entweder aus zeitlichen Gründen die Nahrung nicht fertig verdauen kann oder wenn das Verdauungsfeuer zu schwach ist, die Nahrung in der gegebenen Zeit fertig zu verdauen, dann entsteht Ama, das Unverdaute. Ama heißt unverdaut und ungekocht und ist letztlich die Quelle aller Krankheiten, der Nährboden aller Krankheiten. Und wir brauchen zwei essentielle Dinge, um Ama zu vermeiden. Ups. Wir brauchen ein starkes Verdauungsfeuer und wir brauchen Zeit. Und das sind zwei Aspekte, die wir bei dieser geführten Kräuterentschlackung ganz bewusst üben werden, nämlich uns Zeit zwischen den Mahlzeiten zu lassen und auch das Verdauungsfeuer bewusst durch Gewürze zu stärken. Ich darf noch einmal an ein Bild des ersten Vortrags am Dienstag erinnern. Es handelt sich hier um eine Studie aus Frankreich aus 2014. Bei dieser Studie wurden zwei Gruppen Mäuse kaloriengleich gefüttert. Beide Gruppen hatten also völlig die gleiche Nahrung. Die eine Gruppe durfte aber die Nahrung immer dann essen, wenn das Bedürfnis da war, Nahrung aufzunehmen. Es gab also keine Regeln der Nahrungsaufnahme. Die andere Gruppe bekam das Essen strikt nur in der Nacht, weil die Mäuse nachtaktive Tiere sind, und die hatten während des Tages eine Nahrungskarenz von mindestens 12 Stunden. Und das Ergebnis ist absolut erstaunlich. Trotz kaloriengleicher, absolut identischer Fütterung entwickelten die Mäuse, die zwischendurch aßen, die keine Pausen zwischen den Mahlzeiten hatten, Übergewicht, Fettsucht, Diabetes, Arteriosklerose, Bluthochdruck, Herzkrankheit, während die Mäuse, die ihre 12 Stunden Pause täglich einhielten, normalgewichtig waren, kein Übergewicht, kein Diabetes, keine Fetteinlagerung, keine Arteriosklerose, normaler Blutdruck, gesundes Herz. Das heißt, das Zwischendurchessen, die zu geringen Pausen zwischen den Mahlzeiten sind eine wesentliche Ursache aller Zivilisationskrankheiten. Und ich war letzten Herbst auf einer großen Tagung in den USA und die wirklichen Kenner des Gesundheitssystems sagen, 75% aller Krankheiten sind Lebensstilkrankheiten. Und die falsche Ernährung, das falsche Ernährungsmuster spielt dabei eine große Rolle. Da geht es jetzt nicht einmal noch um das, was wir essen, sondern ausschließlich um den Essrhythmus und um das, wie wir essen. Sie sehen hier auch noch zur Erinnerung auf der linken Seite diese Fettleber,
und auf der rechten Seite die gesunde Leber, die durch die Esspausen aufrechterhalten wird. Ja, und wenn wir Pausen machen, dann entstehen Substanzen in unserem Körper, die Jugendlichkeit und Vitalität aufrechterhalten. Im Ayurveda werden diese Substanzen als Ojas bezeichnet und die werden in den klassischen Texten hochgelobt. Ojas erhält die Lebewesen frisch und jung, kein Leben ohne Ojas und ist von Anfang an in der Entwicklung des Embryos notwendig. Und der Verlust von Ojas bedeutet Verlust des Lebens. Das Gegenteil davon ist Ama. Ama ist also die nicht verarbeitete, nicht verdaute Nahrung. Und Ama entsteht immer dann, wenn wir eben den Einbau oder die Verfeinerung der Vitalstoffe in irgendeinem Schritt des Stoffwechsels unterbrechen. Wenn unser Verdauungsfeuer zu schwach ist oder durch unregelmäßiges Essen nicht die Möglichkeit bekommt, die Nahrung, die zugeführt wurde, auch richtig zu verdauen. Agni ist sehr empfindlich, reagiert auf Unregelmäßigkeiten im Tagesablauf, auf unpassende Nahrung, auf Nahrungsmittel, die miteinander nicht verträglich sind, aber vor allem auch auf mentalen und emotionalen Stress. Vielleicht können Sie sich noch erinnern an die Appetitlosigkeit, die sich einstellte bei Ihrem ersten Liebeskummer. Oder genau das Gegenteil, dass Sie dann nicht mehr aufhören konnten, Schokolade zu essen. Könnte auch gewesen sein. Und Ama ist, wie wir auch schon festgestellt haben, der Nährboden aller Krankheiten. Ama zirkuliert im Körper und sammelt sich in den Körperkanälen, in den Schrotas oder Nadis an und behindert dadurch den Fluss von Energie und Vitalstoffen. Dadurch entstehen zuerst funktionelle Störungen und wenn die Ursache der Störungen nicht beseitigt werden, dann entsteht eine strukturelle Zerstörung und das führt zu akuten und chronischen organischen Krankheiten. Ayurveda hilft, diese Krankheiten zu beseitigen und das geschieht vor allem auch durch die Panchakarma-Therapie. Die Panchakarma-Therapie ist die Reinigungstherapie der Ayurveda-Medizin und diese Reinigungstherapie wird in drei Schritten durchgeführt. Vorbehandlung, Hauptbehandlung, Nachbehandlung. Und der erste Schritt der Vorbehandlung heißt in den klassischen Texten Agni Dipana und Amapachana. Das ist die Anregung von Agni und der Abbau von Ama. Und genau das ist diese Kräuterentschlackungskur. Das heißt, auf Sanskrit würde man diese Kur als Amapachana-Kur bezeichnen. Das heißt, das, was Sie mit mir jetzt gemeinsam machen in den nächsten 8 Tagen, ist diese Vorbereitung auf die Ausleitungstherapie. Und was wir dann am 8. Tag noch machen, also morgen in einer Woche, ist das Abführen, die Virechana-Therapie. Also diese beiden Stufen der Panchakarma-Therapie werden wir in den nächsten 8 Tagen gemeinsam durchführen. Und ich kann Ihnen versichern, ich werde genauso mitmachen wie Sie und ich freue mich schon sehr, sehr darauf, das mit Ihnen zu erleben. Ja, und jetzt nehmen wir unser Paket zur Hand. Sie sehen sie abgebildet. Es sind, und ich hoffe, Sie haben das schon gemacht, 4 Beutel mit Kräutertabletten drinnen. Und die sind so beschriftet, dass es eigentlich klar sein müsste. Das ist ein Beutel, da steht MA1010, 21 Tabletten. Und das ist das, was Sie morgen früh machen als erstes, dass Sie 3 von diesen Tabletten gleich nach Ihrer Mundhygiene machen. Das heißt, Sie stehen auf, gehen aufs WC, machen Ihre übliche Morgentoilette und nehmen die MA1010-Tabletten 3 Stück zu sich. Den weiteren Tagesablauf besprechen wir. Mittags nehmen Sie dann 3 Stück von den MA579 vor dem Mittagessen,
Wenn da eine halbe Stunde vor dem Mittagessen ist, ist das günstig. Und am späten Nachmittag zwischen 16 und 18 Uhr drei Stück von den MA2-Tabletten. Und dann gibt es noch einen Beutel mit etwas größeren Tabletten. Das sind die MA505-Tabletten und die sind vor dem Schlafen einzunehmen. Auch hier sollten Sie, und hier sollten Sie nicht drei, sondern zwei Stück einnehmen. Und dann gibt es diesen dritten Beutel mit dem Gewürzpulver drinnen. Diese Gewürzmischung für 7 Tage, die werden wir separat besprechen, wie Sie damit vorgehen. Ja, zeige Ihnen jetzt noch die nächste wichtige Abbildung und das ist der ayurvedische Tagesrhythmus, der ayurvedische Biorhythmus. Sie sehen, dass der Tag bei Sonnenaufgang mit einer Periode beginnt, in der Kapha dominiert. Das heißt, hier ist Kapha am meisten. Wenn die Sonne am höchsten ist, dann ist in der Natur und im menschlichen Körper Pitta am meisten. Und wenn die Sonne wieder runtergeht, nachmittags und abends, dann gehen die Energien in Richtung Vata über. Das heißt, dass mehr die Raum- und Luftenergie, der Wind, im Körper dominiert. Und wir werden dann gleich sehen, dass diesen Energien, der Erdenergie von Kapha, der Feuerenergie von Pitta und der Windenergie von Vata, auch Organe zugeordnet sind. Nämlich, wir sehen das hier, in dieser Abbildung, Vata, die Windenergie, die ist vor allem dominant im Unterleib. Im unteren Rücken, im Oberschenkel, im Dickdarm und auch in den Nieren, im Urogenitaltrakt. Und die Tabletten, die Sie morgens nehmen, die Sie in der Vata-Zeit nehmen, das ist jetzt die umgekehrte Reihenfolge, wenn wir wieder hierher gehen, hier ist die Vata-Zeit, da nehmen Sie die Kräutertabletten MA2. Und diese Kräutertabletten, die stimulieren den Urogenitaltrakt, also das Herz von Vata, zur Entgiftung. Dann in der Pitta-Zeit sehen wir hier, da ist vor allem der Bauchraum und Nabel, Dünndarm, Haut und die Leber sind die wichtigsten Pitta-Organe. Und deswegen nehmen Sie vor dem Mittagessen die Kräutertabletten MA579, die ein leberreinigendes Mittel sind. Und morgens nehmen Sie während der Kapha-Zeit die MA1010, die den Lymphfluss und die Reinigung des Bindegewebes unterstützen. Sie sehen hier noch einmal den Biorhythmus, morgens Kapha. Und wenn man morgens keinen Hunger hat, dann nehmen Sie einfach die Tabletten und Sie können das Frühstück auslassen. Sie sollten auf alle Fälle trinken, idealerweise den ganzen Vormittag und dann so zwischen 11 und 12 Uhr Ihre zweite Portion Kräutertabletten einnehmen und dann zwischen 12 und 14 Uhr ein Mittagessen zu sich nehmen. Wie das aussehen soll, werden wir gleich noch besprechen. Dann zwischen 16 und 18 Uhr sollten Sie Ihre MA2-Tabletten zum Ausgleich von Apanavata einnehmen und danach ein leichtes Abendessen zu sich nehmen. Außer Sie haben gefrühstückt und Mittag gegessen und haben am Abend kein Hungergefühl, dann können Sie das Abendessen auch auslassen. Das heißt, Sie sollten mindestens einmal, wahrscheinlich zweimal, aber Sie dürfen auch dreimal morgen essen, und das gilt für die ganze Kur, also 3 Mahlzeiten zu sich nehmen. Hier noch einmal die Beschreibung dieser Kräutertabletten. Morgens zur Kapha-Zeit die MA1010, die eben zur Auflösung von Ama in Schleimhäuten, Gelenken, Bindegewebe und Lymphe zuständig ist, wirken auf den Ort von Kapha, den Kaphastan. In der Pitta-Zeit die MA579 zur Stärkung der Leber, Verbesserung des Gallenflusses, wirkt also auf den Pitta-Stan. Abends zur Vata-Zeit die MA2-Tabletten,
die den Körper über den Urogenitaltrakt, der das Herz des Vatasthan ist, entgiften und vor dem Schlafen zur intestinalen Entgiftung, also Entgiftung des Verdauungstrakts, die MA505, das sind die Trifala-Tabletten zur Stärkung und Reinigung von Darm und Verdauungsorganen. Und zu den Mahlzeiten eben diese Gewürzabkochung, über die wir dann gleich noch sprechen. Hier noch eine Zusammenfassung der Inhaltsstoffe dieser Nahrungsergänzungen. MA1010 enthält Gokshura, Guruji, Kiratiktaka, Manchishta und Neem. Und diese Pflanzen sind eben vor allem wirken reinigend, die bringen den Lymphfluss in Gang, wirken reinigend auf das Bindegewebe. Und MA579, das sind die Hauptheilpflanzen Punarnava und Pumyamalaki und Ingwer, die auf die Leber, auf die Gallenblase und auf den Dünndarm oder Magen und Dünndarm einwirken und dadurch die Verdauungskraft verbessern. Und MA2, da sind Heilpflanzen drinnen, die entsäuern und den Nierenabfluss verbessern. Also diuretisch und entzündungshemmend wirken, vor allem auch im Urogenitaltrakt. Und die Tabletten, die Sie abends vor dem Schlafen zu sich nehmen, die MA505-Tabletten, die bestehen aus den drei berühmten Früchten Haritaki, Bibitaki und Amalaki. Diese drei sind dazu da, dass sie die drei Doshas über Nacht ausgleichen, dass sie Ama beseitigen und die wirken sehr stark kühlend und entsäuernd. Ich habe hier noch ein paar Bilder zum Trifala, das ist ja das am meisten verwendete Ayurveda-Produkt weltweit ist. Hier noch einmal die drei Pflanzen, die drinnen sind, nämlich die Amalaki-Frucht, die Myrobalane, Emblica officinalis, dann die belerische Myrobalane, Terminalia belerica, Bibitaki, und die Terminalia kebula, die dunkle Myrobalane oder Haritaki. Und es ist interessant, dass diese drei Pflanzen eine besondere Harmonie in der Wirkung auf die Doshas haben. Amalaki gleicht vor allem Pitta aus, Bibitaki vor allem Kapha und Haritaki vor allem Vata. Also das allein schon ist sehr, sehr wichtig für die Nacht, für die Entgiftung in der Nacht, dass diese drei Dosha-ausgleichenden Pflanzen drinnen sind. Und sehr, sehr wichtig ist auch, dass in der Nacht durch die Inhaltsstoffe dieser Pflanzen die Übersäuerung, die durch Stress und falsche Ernährung entstanden ist, beseitigen und neutralisiert wird. Hier sehen Sie ein Bild der Amla-Frucht, die man zu bestimmten Jahreszeiten überall sieht in Indien. Man hätte Lust, da reinzubeißen, aber schmeckt leider nicht so toll, wie es ausschaut. Ja, hier ist ein Amla-Baum. Die sieht man auch in ganz Indien und Sie sehen hier die Wirkungen der Amla-Frucht. Das ist ein Rasayana mit hohem Vitamin-C-Gehalt, wirkt anabol, muskelaufbauend, antioxidantisch, wirkt als Immunmodulator, senkt den Zucker und das Cholesterin und den Blutdruck und vor allem, es wirkt antazid. Das heißt, beseitigt Säure nicht nur im Magen, sondern neutralisiert die Übersäuerung im Körper. Es ist ein Tonikum, mild ausleitend und regt die Spermatogenese an. Dann haben wir hier ein Bild eines Haritaki-Baumes, der Terminalia kebula, das ist die Vata-ausgleichende Myrobalane, das ist auch ein Rasayana, adstringierend, laxativ und wirkt vor allem auch auf die Unterleibsorgane und auf Leber und Haut. Und die Bibitaki, die Kapha-ausgleichende,
Die hat eine spezielle Wirkung auch auf die Lunge, wirkt schleimlösend und entzündungshemmend und antiseptisch. Vor allem in der Lunge, aber auch im Magen-Darm-Trakt. Ja, da kommen wir zur Kräuterabkochung. Diese Kräuterabkochung oder Gewürzmischung, die wird traditionell als Rasam bezeichnet. Rasam heißt eigentlich Suppe. Und in Indien ist es so, dass die Suppe der letzte Schritt der Mahlzeit ist. Also genau umgekehrt wie bei uns. Und diese Gewürzsuppe, die man schluckweise am Ende der Mahlzeit zu sich nimmt, ist dazu da, das Verdauungsfeuer Agni zu stimulieren, dass es die Mahlzeit richtig gut verdauen kann. Sie sehen hier die Gewürze, die enthalten sind, also Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer, Pfeffer, schwarzes Salz und Boxhornkleesamen sind drinnen. Und es steht hier die Anleitung, wie Sie das zubereiten. Die Anleitung sagt, dass die Gewürze in Wasser mit etwas Zitronensaft und Rohrzucker ein paar Minuten gekocht werden, also 5 bis 10 Minuten, in eine Thermoskanne abgefüllt und zu und nach dem Essen getrunken werden. Nun, wir haben sehr viele Rückmeldungen von der Kräuterentschlackung. Wir haben die viele hundert Male in unserer Praxis schon verordnet. Und wenn Patienten, die das anwenden, Probleme haben, dann ist es immer mit der Kräuterabkochung. Diese Kräuterabkochung, die schmeckt streng wie eine Currysuppe. Und mein Anliegen an Sie ist, dass Sie nicht einen Teelöffel verwenden, wie es in der Empfehlung drinnen steht, sondern dass Sie erst einmal mit einer Messerspitze beginnen und probieren, wie Ihnen das schmeckt. Sie sollten es auf alle Fälle versuchen und wenn es Ihnen schmeckt, dann machen Sie es so, dass Sie im Laufe der Woche die Konzentration dieser Kräuterentschlackung ständig zunehmen lassen, das heißt immer mehr von dem Pulver verwenden. Sollte es ein absolutes No-Go sein, dass Sie das überhaupt nicht trinken können, dann trinken Sie statt dieser Kräuterabkochung einfach Ingwertee. Das heißt, Ingwerpulver oder Ingwerwurzel mit Wasser übergießen, ein paar Minuten kochen und zu und nach dem Essen trinken. Also einfach versuchen, das zu machen und wenn es nicht geht, aus Geschmacksgründen, dann eben Ingwerwasser bevorzugen. Und meine Empfehlung ist dann, dieses Pulver als Gewürz auf das Essen zu streuen, das ist für viele wesentlich weniger an Überwindung, als das als Getränk am Ende der Mahlzeit zu sich zu nehmen. Und Sie sollten das idealerweise am Ende jeder Mahlzeit zu sich nehmen, wenn Sie eine süße Mahlzeit gehabt haben, zum Beispiel einen Getreidebrei mit Rosinen gegessen haben, zum Frühstück oder auch zum Abendessen, dann können Sie auch einfach nur Ingwerwasser trinken. Aber zu gewürzten Speisen sollte diese Abkochung als Abschluss getrunken werden. Ja, wir kommen jetzt zur Ernährung. Sie haben in Ihren Unterlagen ja diesen Begleitzettel und in diesem Begleitzettel steht ja einiges über die Ernährung drin. Und meine Bitte ist, dass Sie diesen Zettel wirklich gut durchlesen. Ich möchte das Ganze aber jetzt auch noch mit Ihnen durchbesprechen. Die Ernährung soll den Abbau von Ama unterstützen. Ja, das ist das Unverdaute. Das haben wir schon gesehen. Und die Therapie von Ama besteht in der Regel aus leichter Ernährung, der Stärkung der Verdauungskraft und durch richtiges Essverhalten, sprich Pausen zwischen den Mahlzeiten. Und hier zusammengefasst die Ernährungsempfehlungen für die nächsten 8 Tage. Das sind jetzt keine Kochrezepte, sondern wie Sie es machen. Sie sollten je nach Hungergefühl 2 bis 3 Mahlzeiten zu sich nehmen und auf keinen Fall Zwischenmahlzeiten nehmen.
Und Sie sollten schauen, dass Sie Ihre Essmenge um circa ein Drittel reduzieren. Das heißt, wenn Sie gewohnt sind, 3 Brote mit Honig zum Frühstück zu essen, dann essen Sie ab morgen nur 2. Wenn Sie gewohnt sind, den Teller in einer bestimmten Menge zu füllen, achten Sie darauf, dass das in den nächsten Tagen einfach circa um ein Drittel weniger ist. Das gilt vor allem für die, die mit dieser Kur auch etwas Gewichtsreduktion verbinden möchten. Wenn Sie das Gewicht halten möchten, dann ändern Sie nicht die Menge der Nahrung, sondern die Qualität der Nahrung. Und zwar in der Richtung, wie es im nächsten Punkt steht, die Ernährung muss leicht sein. Das heißt, Sie meiden in den nächsten 8 Tagen tierisches Eiweiß in Form von Fleisch und natürlich auch Wurst, Fisch, Eiern und Milchprodukten. Milchprodukte heißt Milch selbst, Joghurt, Topfen oder Quark, Käse und alles, was damit zu tun hat, in jeder Form. Sie sollten auch das Fett reduzieren. Und zwar, wenn Sie übergewichtig sind, wenn Kaffer in Ihrer Physiognomie dominiert, dann sollten Sie das Fett mehr oder weniger auf 0 reduzieren. Wenn Pitta in Ihrer Physiognomie dominiert, dann können Sie Fette auf die Hälfte reduzieren. Das heißt, etwas Öl ins Essen, etwas Butter aufs Brot, aber deutlich weniger, als Sie gewohnt sind, das zu tun. Wenn Vata dominant ist und das Körpergewicht eher auf der niedrigen Seite, dann sollten Sie sehr darauf achten, wie Sie sich fühlen. Wenn Sie ein starkes Hungergefühl haben, dann erreichen Sie mit etwas Fett in der Ernährung leichter ein Sättigungsgefühl. Ein wichtiger Bestandteil dieser Kur ist, dass Sie in den 8 Tagen auch Rohes meiden. Ich spreche da jetzt nicht nur vom Beef Tartar, sondern auch von frischem Obst und von Salaten. Das ist für viele am schwierigsten, darauf zu verzichten. Sie sollten Kompotte essen, wenn Sie Bedürfnis haben, Obst zu sich zu nehmen. Das heißt, einfach einen Apfel schneiden, dünsten mit ein paar Gewürzen und so gedünstet essen, zum Beispiel als Abendessen oder als Nachtisch. Und Gemüse sollte auch immer gedünstet sein und es sollte auch gar gedünstet sein. Also nicht bissfest, sondern richtig gar gedünstet. Zum Essen wird es sicher noch Fragen geben, deswegen gehe ich weiter. Sie sollten während dieser 8 Tage tagsüber idealerweise halbstündlich heißes Wasser zu sich nehmen. Wenn Sie das heiße Wasser nicht mehr sehen können, darf das auch Kräutertee sein. Und es ist gut, wenn Sie sich vielleicht auch eine Uhr stellen, um wirklich halbstündlich ein paar Schlucke heißes Wasser zu sich zu nehmen. Nach einer Mahlzeit können Sie eine Stunde warten, bevor Sie zum ersten Mal Wasser trinken. Ja, die Gewürzabkochung zu oder kurz nach dem Essen, das haben wir schon besprochen. Und jetzt kommt ein essentieller Punkt. Essen Sie langsam. Essen Sie deutlich langsamer, als Sie das gewohnt sind zu tun. Kauen Sie gut. Es ist am besten, wenn Sie jeden Bissen 10-mal kauen und da auch mitzählen dabei. Und jedes Mal, wenn Sie einen Bissen zu sich genommen haben, legen Sie dann das Besteck ab und nehmen das Besteck erst wieder auf, wenn Sie geschluckt haben. Ja, und jetzt kommen die weiteren Empfehlungen. Meiden Sie in diesen 8 Tagen Alkohol, Kaffee, Schwarztee und Grüntee. Alkohol, nehme ich an, ist kaum ein Problem bei denen, die hier teilnehmen. Ein Problem sind oft die koffeinhaltigen Getränke, Koffein- und Teehaltigen. Und sehr viele von Ihnen werden in den ersten 1-2 Tagen auch Kopfschmerzen vom Kaffeeentzug bekommen. Das ist die häufigste, unerwünschte Nebenwirkung, sage ich jetzt einmal, oder Reaktion bei der Kräuterentschlackung, die Kopfschmerzen, die durch die
die durch den Kaffee, durch den Koffeinentzug, durch den Teenentzug auftreten. Und die können heftig sein, die können in Richtung Migräne gehen. Wie kann man damit umgehen, wenn sie auftreten? Das Beste ist, niederlegen, viel trinken, ruhen. Wenn die Kopfschmerzen so heftig sind, dass sie das gar nicht aushalten, dann können sie eventuell auch ein leichtes Schmerzmittel nehmen, zum Beispiel ein Aspirin oder ein Ibuprofen. Aber das sehe ich eher als eine Notlösung an, wenn es wirklich unerträglich ist. Am besten ist, sie gehen durch, sie ruhen, und das ist auch der Grund, warum wir an einem Samstag beginnen, damit sie auch mehr Ruhe haben, um da auch durchzutauchen. Also der Kaffeeentzug kann es für manche ganz ordentlich schwer machen, aber wenn sie da durch sind, dann haben sie das Schlimmste der Kur überstanden. Ja, was ganz wichtig ist, ist auch Schokolade und Süßigkeiten zu meiden. Vor allem zwischen den Mahlzeiten gibt es überhaupt nichts, das ist ganz klar. Wenn Sie etwas Süßes möchten, dann sollten Sie am Ende der Mahlzeit entweder ein, zwei Rosinen essen, eine Dattel essen oder ein Fruchtkompott zu sich nehmen. Und damit sollten Sie Ihren Bedarf nach Süßigkeiten decken. Dann der nächste Punkt, den Sie sehen, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen Raucher sind, aber diese Kur ist eine tolle Gelegenheit, das Rauchen einzustellen. Versuchen Sie es, wenn Sie Raucher sind, und Sie werden sehen, mit der Entgiftung schlagen Sie der Nikotinsucht ein echtes Schnippchen und Sie haben eine große Chance, eine echte große Chance, Ihre Nikotinsucht für immer zu besiegen. Ja, eine weitere wichtige Empfehlung ist, dass Sie jeden Tag eine halbe Stunde gehen. Bewegung bringt die Körperflüssigkeiten in Gang, bringt die Lymphe in Gang und macht es leichter, dass der Körper bei der Entgiftung unterstützt wird. Und die beste Bewegung während dieser Kur ist Gehen. Es sollte flottes Gehen sein und 30 Minuten pro Tag ist die Mindestzeit, die Sie gehen verbringen sollten. Wenn Sie gewohnt sind, intensiver Sport zu betreiben, dann schalten Sie einfach ein paar Gänge runter. Und die wichtigste Empfehlung ist, wenn Sie Sport betreiben während dieser 8 Tage, machen Sie es immer so, dass Sie mit Nasenatmung auskommen. Wir werden da später im Laufe dieser Woche noch drüber sprechen, was es mit der Nasenatmung auf sich hat. Ja, meiden Sie Anstrengungen, soweit es möglich ist, geistige und körperliche. Es wird vielleicht nicht immer ganz möglich sein, aber wenn etwas anstrengend war, dann machen Sie eine Pause. Sehen Sie zu, dass Sie während dieser 8 Tage, egal was Sie tun, alle 90 Minuten eine kurze Pause machen. Ein paar Minuten einfach ruhig da sitzen, ein paar Minuten Musik hören. Und ich sage meinen Patienten immer, Rauchpause ohne Zigarette. Das alle 90 Minuten. Und genauso, wie Sie den Timer Ihres Mobiltelefons auf 30 Minuten stellen können, um rechtzeitig alle halbe Stunde warmes Wasser zu trinken, könnten Sie ihn auch auf 90 Minuten stellen und alle 90 Minuten eine kurze Pause machen. Wenn Sie gewohnt sind, transzendentale Meditation, Siddhi-Programm und so weiter auszuüben, Yoga-Asanas oder ayurvedische Gewohnheiten haben wie eine Ölmassage, dann machen Sie all das wie bisher weiter. Die Ölmassage wäre eventuell günstig, in den ersten 2-3 Tagen dieser Kräuterentschlackung wegzulassen und erst dann gegen Ende der Kräuterentschlackung wieder aufzunehmen. Ja, und traditionell in den Fastenzeiten ist die Empfehlung auch, sexuell enthaltsam zu sein. Auch in den ayurvedischen Texten wird das empfohlen, wenn eine Entgiftung, eine Ausleitung, eine Panchakarma-Therapie gemacht wird, dass das
eine Zeit der sexuellen Enthaltsamkeit sein sollte. Und noch ein wichtiger Punkt, sehen Sie zu, dass Sie um spätestens 22 Uhr das Licht abdrehen, die Augen schließen, egal ob Sie schlafen können oder nicht. Versuchen Sie, in den Rhythmus zu kommen von Bettruhe um 22 Uhr. Ja, das sind die wichtigsten Empfehlungen. Wenn Sie dazu noch Fragen haben, dann machen wir das in ein paar Minuten. Ein paar Dias zeige ich Ihnen noch, nämlich Erfolge von Patienten. Hier ist die Geschichte eines Patienten, der Schichtarbeiter war, mit der Diagnose Erschöpfungssyndrom mit Schlafstörungen und Verdauungsstörungen. Er hatte schlechten Appetit, unverdaute Stühle, Ein- und Durchschlafstörungen und eine starke Antriebslosigkeit. Und der bekam diese Kräuterentschlackung und dann ein paar ayurvedische Kräuter. Und der war ziemlich müde während der Kräuterentschlackung, hatte aber am Ende eine wesentlich bessere Schlaftiefe, mehr Antrieb, hat jetzt auch guten Appetit und geformten Stuhlgang, kaum Magenbeschwerden. Und wir haben bei diesem Patienten auch eine Herzschlagvariabilitätsmessung gemacht. Und Sie sehen hier dieses rote Feld. Das zeigt die Aktivität des sympathischen Nervensystems an. Dieser junge Mann hatte praktisch nur Sympathikus-Aktivitäten in seinem Nervensystem. Das heißt, er war ständig auf der Flucht, ständig im Kampf und konnte deswegen auch die ganze Nacht nicht schlafen. Er hatte auch keine Unterbrechungen seiner Aktivitätsrhythmen in der Nacht, ein ganz schlechtes Schlafmuster. Sie sehen hier, dass das Schlafmuster wesentlich besser ist. Sie sehen hier immer wieder Pausen drinnen in dieser Herzrhythmusaktivität und leider sind die blauen Zacken, die den Vagustonus, die Entspannung anzeigen, nicht so gut aufgezeichnet, aber Sie sehen, dass die roten Zacken deutlich weniger geworden sind in der Woche. Und hier noch die Geschichte eines Patienten, der eine starke Kniegelenksentzündung hatte und eine Fettleber. Und der bekam auch diese Kräuterentschlackung. Der hatte einen Viertelliter Flüssigkeit in seinem Kniegelenk drinnen, also mit massiver Rötung und Schwellung. Und das wurde vor ein paar Tage vorher abpunktiert. Nach dieser Kräuterentschlackung hat er fast normale Blutwerte gehabt. Hochentzündliche Blutwerte haben sich praktisch normalisiert. Die Harnsäure ist runtergegangen. Das Cholesterin von 240 auf 190 und das HDL, das gute Cholesterin, ist angestiegen und der Leberwert Gamma-GT ist von 117 auf einen normalen Wert von 60 zurückgegangen. Der Gelenkserguss ist abgeklungen und der war natürlich viel entspannter, weil auch das Kniegelenk wieder beweglich war. Ja, hier noch ein paar Messergebnisse aus meiner Praxis. Die Kräuterentschlackung ist entzündungshemmend, leberentgiftet, optimiert das Lipidprofil, das heißt das Cholesterin und die Triglyceride werden insgesamt weniger und das gute Cholesterin wird mehr. Das autonome Nervensystem kommt ins Gleichgewicht und insgesamt wird der Biorhythmus wesentlich besser. Ja, wer soll die Kräuterentschlackung machen? Sie haben sich alle angemeldet und Sie machen es. Ich sage aber jetzt trotzdem noch, wann sollte man vorsichtig sein? Wenn eine akute Entzündung im Magen-Darm-Trakt ist, das heißt ein akutes Magengeschwür oder eine Colitis ulcerosa im Schub, dann schicken Sie mir heute noch ein E-Mail an, ich schreibe Ihnen meine E-Mail-Adresse dann noch in den Chat. Bei sehr starkem Sodbrennen, bei sehr starkem Reizdarm und bei akuten allergischen Reaktionen, wenn jemand eine Nesselsucht oder eine akute allergische Hauterkrankung hat, dann sollte man jetzt nicht beginnen, sondern das etwas später machen. Noch ein Punkt zum nachhaltig Abnehmen. Wichtig ist bei dieser Kur, dass Sie die Nahrung zwar modifizieren, aber immer so essen, dass es Ihnen auch schmeckt. Das Schlimmste ist, wenn Sie glauben, Sie dürfen jetzt nichts mehr essen, was gut ist.
Sie sollten die Nahrung so weit modifizieren, dass Sie nach wie vor gute Mahlzeiten zu sich nehmen, von der Qualität und auch vom Geschmack. Aber dass Sie einfach die Menge deutlich reduzieren. Ich möchte dann noch einmal zurück zu diesem einen Bild, das ich Ihnen, glaube ich, ein bisschen unterschlagen habe. Ah, das habe ich rausgenommen. Okay. Da ist mir ein Bild rausgerutscht. Also wichtig ist die Ernährung, die schmeckt und die gesund ist. Und achten Sie in dieser Woche immer wieder auf Ihre Zufriedenheit. Machen Sie Dinge, die Ihnen gut tun. Gehen Sie spazieren. Sprechen Sie mit Ihrem Partner und mit anderen Menschen, die Sie gerne haben. Nehmen Sie Zeit für sich selber. Lesen Sie ein Buch. Und eine Regel habe ich vergessen. Versuchen Sie, den Fernsehapparat so wenig wie möglich einzuschalten. Schauen Sie, dass Sie, wenn Sie gewohnt sind, täglich den Fernsehapparat zu benutzen, dass Sie auf maximal 20 bis 30 Minuten Fernsehzeit pro Tag kommen. Mehr sollten Sie auf gar keinen Fall machen. Ja, damit sind wir schon beim Schluss für heute. Entspannung, Bewegung, Ernährung, Entschlackung und das Finden der Lebensziele und des Lebenssinns sind die 5 Säulen der Gesundheit. Die wollen wir besprechen in den nächsten Tagen. Schauen Sie, dass Sie sich glücklich und wohlfühlen in den nächsten Tagen. Und damit danke fürs Zuhören. Ich öffne jetzt gleich für Fragen und öffne den Chat und Sie können Ihre Fragen stellen. Ich habe hier noch eine Seite mit Internetadressen. Wenn Sie mir ein E-Mail schreiben, dann schreiben Sie das bitte auf, ich schreibe Ihnen hier die E-Mail-Adresse noch dazu. Das ist dr.schachinger@ayurvedaarzt.at. Das D muss nicht groß sein, das darf auch klein sein. dr.schachinger@ayurvedaarzt.at, wenn Sie eine Frage an mich haben. Ja, damit beende ich jetzt die Bildschirmpräsentation und ich öffne den Chat. Da ist schon eine Frage. Wie sind die Tabletten einzunehmen mit Wasser? Ja, am besten die Tabletten entweder jede einzeln, die meisten werden sie jede einzeln nehmen, in den Mund nehmen und mit einem Schluck Wasser runter. Also man muss die nicht lutschen, man darf alles lutschen, es schmeckt nicht gut. Meine Empfehlung ist, die einfach runterzuschlucken. Und wenn Sie es schaffen, dass Sie einen Abstand von 15 bis 30 Minuten zu einer Mahlzeit haben, ist das ideal. Also gleich hinunterschlucken. Ja, hat noch jemand eine Frage? Nächste Frage. Ich nehme morgens Magenschutz- und Schilddrüsenmedikamente. Muss ich da Abstand einhalten? Also meine Empfehlung ist, die Schilddrüsentablette mit den ersten Tabletten, also den MA1010, gemeinsam zu nehmen und den Magenschutz nicht morgens, sondern abends zu nehmen. Also ihren Säureblocker nicht morgens, sondern erst abends zu nehmen, zwischen Abendessen und Schlafen. Nächste Frage ist, darf man Kartoffel essen? Ja, man darf Kartoffel essen. Einzige Ausnahme ist, wenn Sie rheumatische Beschwerden haben, also starke Gelenksbeschwerden, dann sollten Sie Kartoffel meiden. Wenn das nicht der Fall ist, kann zum Beispiel im Mittag- oder Abendessen ohne weiteres Kartoffel als Gemüse mitgekocht werden.
Nächste Frage: Zitronen-Honigwasser steht auf dem Zettel. Sie sind nicht darauf eingegangen. Ich sollte dies morgens nehmen oder? Ja, kann man machen. Sie können entweder als erstes ein normales Glas Wasser nehmen und noch besser ist, wenn Sie aufstehen, Zähne putzen, ein Glas lauwarmes Wasser nehmen, einen Löffel Honig und die Menge eines Teelöffels Zitrone in dieses Wasser einrühren und dieses Glas auf nüchternen Magen nehmen. Und Sie können auch die MA10-10-Tabletten gleich damit einnehmen. Öl ziehen nach dem Aufstehen halte ich grundsätzlich für sehr gut. Können Sie auch während der Kräuterentschlackung machen. Können Sie aber auch in den ersten Tagen auslassen. Also möglich, aber nicht unbedingt notwendig. Also alle Ölanwendungen werden traditionellerweise in den ersten Tagen dieser Amapachana, dieser Ama-Reinigungskur weggelassen. Auch Öl wird aus der Ernährung so weit wie möglich weggelassen, weil Öl ja etwas bindende, schwere, klebrige Eigenschaften hat und jetzt durch diese Kur zuerst einmal die Poren und die Körperkanäle geöffnet werden sollen. Das heißt, die ersten 3 Tage weder innerlich noch äußerlich Öl verwenden, ist eigentlich ideal. Die nächste Frage zur Kräutermischung. Ich nehme an, dass Sie die Gewürzmischung meinen. Mit wie viel Wasser sollte man eine Portion abkochen? Das haben Sie genau in den Unterlagen. Da steht drinnen, dass Sie 1 Liter nehmen, 1 Liter Wasser, und das ist aber für den ganzen Tag. Und Sie können aber in kleineren Portionen das kochen, das heißt immer einen Viertelliter nehmen und 1, 2 Messerspitzen reingeben, das ein paar Minuten kochen lassen, Zitrone und Rohrzucker dazu oder auch nur Zitrone dazu und dann trinken. Die Kräutermischung in der Früh kann man machen, fertig machen. Man sollte sie aber eher in Zusammenhang mit den Mahlzeiten zu sich nehmen, das heißt zu und nach dem Essen und dann dazwischen nur reines Wasser trinken. Und wenn Sie es in der Früh für den ganzen Tag herrichten, dann sollte das auch in einer separaten Thermoskanne aufbewahrt werden. Ja, wichtige Frage, sehr gut. Kaugummi und Zuckerl. Jetzt habe ich es verschoben. Kaugummi und Zuckerl, zuckerfrei, sind überhaupt nicht erlaubt. Völlig richtig konstatiert. Jawohl, sind nicht erlaubt. Warum? Kaugummi ist etwas, was Agni sehr stark täuscht. Das heißt, sie stimulieren die Speichelsekretion, die Enzymausschüttung und täuschen damit das Verdauungsfeuer. Und das Gleiche ist auch für Zucker während des Tages. Ist also sehr, sehr ungünstig. Wenn Sie irgendwas brauchen, nehmen Sie einen Schluck Wasser und kauen diesen Schluck längere Zeit. Hab ich richtig verstanden, dass Sie heute Abend mit der Einnahme von Emma 505 beginnen? Also dann haben Sie zu wenig Tabletten, weil es sind 14 Stück drinnen. Und Sie brauchen auf alle Fälle am Tag 7 noch 2 MA505-Tabletten. Wenn Sie schon MA505 zu Hause haben, dann können Sie welche nehmen. Wenn Sie nur die haben, die in der Kräuterentschlackung mit abgepackt sind, dann erst morgen damit beginnen. Sie haben das Gefühl, kurz vor einer Grippe zu stehen. Gibt es irgendetwas zu beachten? Sofort mit der Kräuterentschlackung beginnen. Da haben Sie vielleicht die Chance, dass Sie die Grippe noch abwehren. Alles, was da dabei ist, hat auch eine immunstimulierende Wirkung. Und ich würde die Kräuterentschlackung durchziehen, auch wenn Sie Grippe haben. Sie würzen gerne mit Kurkuma.
Und was ich von Kurkuma halte, Kurkuma ist das wichtigste Gewürz neben Ingwer in der Ayurveda-Medizin. Und es gibt keine Heilpflanze, glaube ich, die so gut untersucht ist wie Kurkuma, weil man sich von den Inhaltsstoffen von Kurkuma auch pharmakologische Eigenschaften erwartet hat. Und Kurkuma dürfen Sie in jedes Essen reingeben. Sollten Sie. Bis zu einem Teelöffel pro Essen können Sie während der Kräuterentschlackung zu sich nehmen. Das heißt, 3 Teelöffel, 1 Teelöffel pro Mahlzeit ist förderlich für die ganze Sache. Jo, sieht so aus, als wären die Fragen beantwortet. Dann es ist ohnehin schon fast eine Stunde vergangen. Dann Frage noch: Würzen mit Salz? Salz sollte dabei sein. Man sollte nicht gänzlich auf Salz verzichten während dieser Woche. Aber achten Sie sehr darauf, dass es mäßig ist. Und bei Salz unbedingt. Wenn Sie das jetzt morgen noch nicht zu Hause haben, dann besorgen Sie sich's. Salz sollte unbedingt unraffiniertes Steinsalz sein, also bergmännisch gewonnenes Salz und nicht raffiniertes Salz. Und Sie sollten Salz verwenden und Sie werden sehen, am Ausleitungstag, morgen in einer Woche, wenn Sie Ihr Apfelmittel genommen haben, dann werden Sie einen richtig starken Salzhunger haben. Und das ist auch gut so, weil Salz sehr, sehr wichtig ist, um den Kreislauf aufrechtzuerhalten und Salze essentiell für uns sind. Ja, ich sehe jetzt keine Frage mehr. Dann darf ich Ihnen eine sehr gute Nacht wünschen und ich freue mich auf morgen 20 Uhr. Ich blende Ihnen noch einmal meine E-Mail-Adresse ein, damit Sie die aufschreiben können, falls Sie die jetzt noch nicht mitgeschrieben haben. dr.schachinger@ayurvedaarzt.at. An diese Adresse bitte ausschließlich medizinische Fragen und die organisatorischen Dinge schreiben Sie bitte wie bisher an versandet@ayurvedashop.at. Gut. Ich sehe ein schönes Danke, nehme ich gerne an. Danke auch fürs Zuhören und mir macht es richtig Freude. Ich bin mit Begeisterung dabei bei diesem Webinar und ich freue mich schon richtig auf den Start morgen. Wünsche Ihnen alles, alles Gute und freue mich auf unser Zusammensein. Morgen wieder pünktlich um 20 Uhr. Eine gute Nacht und einen schönen Tag morgen. Guten Start. Auf Wiedersehen.